Liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon in der Edition Wert. Ja, das Let's Play existiert noch. Und ja, ich habe meine Pokémon noch ein bisschen trainiert. Die sind jetzt alle Level 61. Ich habe leider nur noch 4 Stück, weil 2 weggestorben sind in meiner Challenge hier. Und wir stehen jetzt vor dem letzten Stadion in Score City. Also die Arena Orden haben wir zwar alle schon, aber in Score City ist jetzt halt noch diese Arena mit der Arena Challenge. Guck mal, da sehen wir sie sogar. 6 Arena Challenger. Und Balduin. Und ja, wir werden jetzt einfach mal gucken, wie wir hier klarkommen. Darf ich mich irgendwie umziehen? Hallo, ich bin da. Und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie das jetzt hier abläuft. Ob ich das überhaupt hinbekomme. Und auf geht's in die Arena-Challenge des Todes. So, ist das jetzt krasser aufgebaut oder so? Gibt's nochmal eine Zeremonie? Ist hier der Champion? Was geht ab? Und ja, Pokémon kommt jetzt halt noch, weil ich es auf jeden Fall beenden möchte, dieses Projekt. Auch wenn das jetzt wieder ein bisschen auf Eis gelegt worden ist. Die Mary ist anscheinend unsere erste Gegnerin. Ich wusste, dass du das Vorturnier erreichen würdest. Es gibt viel, wofür ich kämpfe, weißt du? Für meinen Bruder zum Beispiel. Aber ich kämpfe auch für meine Heimatstadt, Spikeford. Aber keine Zeremonie? Das ist ja richtig lame. Ich kämpfe jetzt hier einfach gegen 6 Trainer nochmal, oder was? Die auch alle die Arena-Challenge da hinbekommen haben. Na, ganz toll. Was hat sie denn? Eine Kleobar da. Jetzt bin ich gespannt aufs Level. Weil der Rannik, der auch nicht mehr im Team ist und auch nicht mehr auf dem Discord, so ein Doofkopf, meinte, die sei gar nicht so leicht. Ich glaube sogar, er hat da einmal verkackt. Und ich glaube, er hatte sogar 6 Pokémon. Hä, der ist ja nur Level 47. Ja, Fly, dann hau sie alle weg. Nope. Hadusch. Und Kavems. Was? Das hat überlebt? Gibt's ja gar nicht. Oh, der macht uns auch noch sauer. Alles klar, macht Fly halt noch stärker. Alakazam! War die das mit ihrem Fanclub? War das die Mary? Kann sehr gut sein, weil sie da gerade dieses Pikachu-ähnliche Ding hat. Naja, patsch! Ja, so viel zur Mary. Meine Fans stehen bei mir. Ich werde auf jeden Fall gewinnen. Hä? War das nicht ihr letztes? Die hat noch ein Olangare. Giga Dynamax! Ui! Hätte ich das jetzt auch einsetzen sollen? Wahrscheinlich schon. Bei jedem Kampf dann einmal Giga Dynamax. Also das ist jetzt einfach genauso wie die Arena, also wie die Arena Challenge davor, wo man gegen die Arena leider kämpfen musste. Nur halt, dass man jetzt gegen die Arena Challenger antritt, oder was? Wie heftig der aber aussieht. Der sieht, warte, der erinnert mich an irgendein Anime. Hier, an Attack on Titan. Der erinnert mich an dieser Titan. Oder, und der stirbt einfach durch die Klinge. Das ist ja richtig dumm. Ja, explodieren, komisches Viech. Komischer Titan. Das war ja lächerlich. Der kleine Fly hat ihn einfach weggeschlagen. Verloren, aber immerhin verstehe ich jetzt besser, was euch so ein Tipp auch so. Es war mir eine Ehre, Marie. Danke, ich habe gut gekämpft. I know, ja, tolle Show. Mhm, deine Zuschauer gehören jetzt mir. Ich habe sie dir abgenommen. So läuft das nämlich in der Pokémon-Welt. Hey Dizzy, wir sehen uns auf jeden Fall im letzten Kampf des Vorturniers. Ach, das ist nur das Vorturnier. Bei deinem Match eben wurde mir klar, dass ich einfach gewinnen muss. Meine Pokémon stehen auch total unter Strom, seit sie deinen Sieg gesehen haben. Auf geht's! Wäre witzig, wenn er so eine Sekunde aus der Tür rausgegangen wäre und dann wieder reingekommen, aber mit so einem blauen Auge oder so. Ich weiß, dass du gerade erst vor deinem Kampf zurück bist, aber das Match von Hop endete schneller als erwartet. Dann bin ich wohl wieder dran. Hä? Ich muss jetzt schon gegen Hop antreten? Das natürlich belastend. Ich muss gerade an den Beginn unserer Reise in Forlongham zurückdenken. Sicher, dass das Forlongham hieß? Gideon hatte uns beiden gerade ein Pokémon geschenkt. Damals habe ich mir geschworen, dass wir uns hier gegenüberstehen würden. Und jetzt sieh uns an, wir stehen hier. Und diesmal hole ich mir den Sieg. Ich muss sagen, in seinem Trikot sieht er ernstzunehmender aus, als in seiner richtigen Kleidung. Also ein bisschen Charakterentwicklung hat er ja schon hinter sich. Level 48. Okay, also die steigen zumindest mit dem Level an. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu sehr trainiert. Los, Fly, mach dein Zeug. Klapp. Ich wusste, dass du auf effektive Treffer aus bist. Haha! Warum hat er dann nichts dagegen unternommen? Komischer Typ. Und wenn er dann mal angreifen kann, dann setzt er irgendwas ein, wo ich keine Leben verliere. Ist doch dumm. I don't know. Das ist eine sehr komische Kampftaktik. Oh Gott, der greift tatsächlich mal an. Und es zieht sogar die Hälfte der Leben ab. Ist ja unbelievable. Wie findest du das? Ich habe einiges aus Delions Kämpfen gelernt. Hättest du mir lieber aus meinen Kämpfen lernen sollen, dann würdest du vielleicht auch gewinnen. Ab und zu verlierst du dann vielleicht auch ein Pokémon, das du dann nie wieder verwenden darfst, weil es einfach tot ist. Aber, oh, er hat einfach Relaxo, stimmt. Na dann, setzen wir doch einfach mal einen Durchbruch ein. Wagst du es mir, einen Blitzigel vor die Nase zu hauen?
Dann frisst die Laubklinge des Todes. Ich und in der Klemme, nix da. So ein Sieg mit dem Rücken zur Wand zählt doch erst richtig. Oh, vor Libalo habe ich Angst. Ich glaube, da werde ich dann doch mal Dynamax sehen. Ist das schon sein letztes? Ja. Er wird auch Dynamax sehen, deswegen werde ich es auch tun. Oh mein Gott, der Dynamax sieht auch. Wer hätte es gedacht? Ein riesiger Fußballspieler-Pokémon-Typ. Oh nein. Aber weißt du, womit du nicht gerechnet hast? Dass ich mein Fly auch Dynamaxieren kann. Wie findest du das? Energie sammelt und Riesenball. Los! Oh nein, er greift als erstes an. Oh oh, Fly, überlebt mal bitte. Nein! Oh, mit 4 Leben überlebt. Easy game, würde ich sagen. Und jetzt haust du ihn einfach weg. Mit einem Schlag, Fly, ich glaube an dich. Jetzt zeig deine Faust im Volltreffermodus. Meh. Das ist belastend. Dann müssen wir wohl mal einen Trank einsetzen. Wie wär's denn mit einem schönen Hypertrank? Habe ich sowas überhaupt? Ich habe einen Hypertrank. Ja, Fly. Oh, Fly hat einfach 200 Leben? Was geht denn bei dir kaputt? Da kriegst du einen Top-Trank. Digga, für dich, Fly. Für dich gebe ich sogar einen Top-Trank aus. Da bringt dir auch deine Drüse nix. Auch ein Hypertrank für den Fly. Ich habe nicht Angst, dass der Libalo halt als erstes angreift. Und wenn dann Fly tot ist, wäre das halt nicht so schnieke. Jetzt haben wir jetzt auch die dritte Runde des Dynamaxieren. Das heißt, der Libalo wird jetzt wieder kleiner werden. Und dann sollte er auch keine 120 Leben mehr mit seinem Scheiß abziehen. Feuerball macht... Oh mein Gott, macht das viel Damage. Jainona, du bist dran. Du hast gut getankt, Fly. Aber Jainona wird dir jetzt helfen. Tja, ich habe leider den Feuerfänger. Und ich bin jetzt sogar, glaube ich, stärker geworden, weil ich die Feuerattacke aufgefangen habe, ne? Mega gut. Mülltreffer? Mülltreffer? Ich bin kein Müll. Hallo, hast du Jainona gerade als Müll bezeichnet? Unbelievable, dieser Typ. Unbelievable. Dafür stirbst du jetzt am Sondersensor. Gut gemacht, Jainona. Bin sehr stolz auf dich. Ah, das tut weh. Verdammt. Und damit ist das Vorturnier beendet. Alle Trainer, die Arena Challenge bestanden hatten, haben gegeneinander um den Sieg gekämpft. Aber nur der Allerbeste unter ihnen darf in das Finalturnier einziehen. Und dieser Trainer ist Dizzy. Ist dir eigentlich klar, dass du die Chance hast, etwas ganz, ganz Großes zu leisten? Dizzy, mein Glückwunsch an dich, Lauchzolot und dein ganzes Team. Hallo, der heißt Fly. Fly, Lauchzolot, Porenta, Magnolikon. Also spreche auch bitte seinen ganzen Namen aus, ja? Ja, ihr seid die Allerbeste. Guck mal, das ist Delion. Dizzy, was für ein bewegender Kampf. Wir sind glatt die Tränen gekommen. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, wie mir geschieht. Seht euch nur an. Ihr seid aus demselben Dorf aufgebrochen, habt fantastische Teams zusammengestellt und mit allem gekämpft, was euch steckt. Was in euch steckt. Euer Siegeswille war in jeder Attacke zu spüren. Dieser Kampf hat einfach alles verkörpert, was für mich einen wahren Pokémon-Kampf ausmacht. Wer weiß, wer mein Gegner im Champ-Match sein wird, aber meine Pokémon und ich werden ihm oder ihr mit allem, was wir haben, die Stirn bieten. Ich sag es ganz offen heraus. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du mein Gegner sein wirst, Dizzy. Dizzy, Challenger Dizzy, einen Augenblick bitte. Ich muss dir unbedingt ein paar Fragen stellen. In Ordnung, großartig. Wie ist es so, gewonnen zu haben? Ja, also ich freue mich ganz riesig darüber. Das ist alles sehr gut gelaufen. Ich habe vielleicht ein bisschen zu stark trainiert, aber Hopp wird... War ein starker Gegner. Ah ja, ein starker Gegner. Und glaubst du, du kannst den Titel gewinnen? Wieso fragen sie das? Sind sie doof? Ich bin der Allerbeste. So, und jetzt reicht's hier mal. Dizzy ist total groggy. Was heißt das denn? Hast du mich gerade groggy genannt? Was ist los bei dir? Einige Stunden später. Wo steckt dieser Delion bloß? Immer ist er zu spät. Musst du hier so einen Lärm machen, Alter? Die ganze Energie hättest du mal in den Kampf stecken sollen. Da wäre sie nützlicher gewesen. Brauchen wir ja nicht deine komische Moralpredigt anzuhören. In dem Outfit kann ich sowieso niemand ernst nehmen. Wow, wenn du immer nur aufs Äußere achtest, wundert's mich nicht, dass du verloren hast. Was den Champ angeht, der ist zum Rosé Tower gegangen. Ich soll euch ausrichten, dass er sich etwas verspätet, weil er irgendwas im Rosé Tower erledigen muss. Im Rosé Tower also, ausgerechnet jetzt? Was will er da bloß? Dem Jelly ist jetzt der offizielle Fanclub von Dizzy Mary. Guck, hab ich doch gesagt, ich nehm dir deine Zuschauer weg. Und wir brauchen auch deine Hilfe. Merkuk. Ich bin zutiefst gerührt von eurer Familienbande, aber euch hat niemand um Hilfe gebeten. Olivia? Ich warne euch. Hört auf, den Champ und Mr. Rosé zu nerven. Okay, Versteckspiel. Sie hat irgendeinen Schlüssel, hier so einen Guide gegeben. Und wie man den erkennt, soll man selber herausfinden. Und mit diesem Schlüssel kommt man erst in den Tower rein, wie es aussieht. Okay, ich muss jetzt also diesen Typen finden. Als einzigen Hinweis habe ich bekommen, dass er eine krasse Sonnenbrille aufhatte, also nicht...
so eine normale gelbe, wie die ganzen Leute, die hier rumstehen. Ja, die haben alle so eine gelbe. Dann suchen wir mal. Der sieht verdächtig aus. Hallo. Aber was? Ja, das ist er. Guck, er hat eine schwarze Brille auf. Das war ja krass. Mist, ich habe mich umgedreht. Und jetzt bin ich auch noch umgezingelt. Na schön, dann wird eben gekämpft. Diese Story, Alter. Wir feuern dich an. Danke. Oh nein, hättest du mich nicht so fies ausgetrickst, hätte ich mich niemals umgedreht. So läuft das. Wenn man sich nicht umdreht, dann kann einem auch nichts passieren. Wenn man die anderen nicht sieht, können sie einen auch nicht sehen. Ich hab's, ich versteck mich einfach, dann kommt lieber da den Schlüssel. Hä, ich hab dich gerade besiegt. Oh nein. Wow, der ist ja nicht so weit gekommen. Hallo. Du hast mich schon wieder gefunden. Dann wird halt nochmal gekämpft. Du schaffst das. Yay, los Dizzy. Yay. Ist das diese sagenumwobene Story, die nach den 8 Arena-Orden kommt? Von denen wir alle erzählt haben, dass ich so einen komischen Typen mit einer dunklen Sonnenbrille hinterherjage, um doofen Schlüssel zu bekommen, ja? Aha, ich werde mich noch weiter verstecken. Du findest mich nie. Oh mein Gott, er ist einfach in diese Zelle hier drin. Hä? Du hast mir einfach hinterher geguckt und hast schon wieder gesehen, wo ich hingegangen bin? Das gibt's doch gar nicht. Wir glauben an dich. Setz dich durch. Die Animation sah witzig aus. Mann ey, verstecken ist sinnlos, kämpfen ist sinnlos, da kann man nur noch wegrennen. Ha, denkste, ich habe keine Lust mehr, eine Standpauke von Olivia anzuhören. Aufgeben ist keine Option. Mal sehen, wie du mich schnappen willst, wenn ich ganz clever in die Monorail hüpfe. Ich hab keine Lust mehr. Oh nein, die sehen ja alle gleich aus. Wer ist bloß der Richtige? Ein ganz simpler Sänger, so wie ich, singt für sich simple Lieder und mehr nicht. Hä? Meine Lieder wurden nicht geschrieben, um euch Mut zu geben, ihr Lieben. Meine Lieder wird es nicht gelingen, euch Freude oder Glück zu bringen. Und doch singe ich sie immer wieder, meine schönen, simplen Lieder. Hä? Ist das nicht Ness? Gibt's hier etwa gerade ein Straßenkonzert? Ja, das ist tatsächlich Ness. Lass mal näher rangehen. Boah, das ist ja Ness. Alter, das ist der Ness, der gegen Dizzy und Hop verloren hat. Ja, sogar gegen Hop. Lass uns alle Fotos und Bilder machen. Okay, die Zigzags gehen ab. War ja auch ein sehr gutes Lied, muss man sagen. Ah! Die Story, Alter. Ness, wir haben den Schlüssel. Jetzt können wir mit der Monowell zum Rosé Tower fahren. Wow, das war krass. Voll Hintergang und so, der Ness. Dizzy Hop, na los, macht schon, das ist eure Chance. Macht was draus. Als wenn er sich so geopfert hätte, dass er da jetzt singen muss. Geht ohne mich weiter, ich sing hier. Okay, was ist unser Plan? Team Jell und Ness haben mit dem Typen der Pokémon-Liga sicher noch alle Hände voll zu tun. Wir sind also auf uns allein gestellt. Mein Auftritt vorhin war der ultimative Kick. Die Menge ist abgegangen wie in Spikeford. Nur eine Zugabe hat noch gefehlt. Seid ihr immer noch hier? Los, geht endlich. Ich gebe euch Rückendeckung. Ich bleib mit meinem Bruder hier. Wenn ihr Hilfe braucht, schreit einfach. Wir hören das bestimmt. Schöne Story. Soweit bestimmt. Ganz toll. Dann gehen wir das nächste Mal in diesen Tower da, in den Rosé Tower. Und was uns da für spannende Story-Elemente erwarten und ob Rosé wirklich böse ist, das erfahrt ihr in der nächsten Folge von Pokémon Schwert. Wow. Tschüss.